6.20 Uhr. Und jetzt kommt's. Frühstück an. Vorbereitung vom Frühstück. Das erste, was ich mir richte, ist grüner Tee mit frischem Ingwer. Und schon fertig ist das Frühstück. Reisomelette mit Gemüse, ein bisschen Schinken. Und hier gibt es noch La Vita. Das ist mein Extrakt aus 75 Gemüsesorten. Und noch ein paar Saps, Glutamin, Zink, Vitamin B und verschiedene Fettsäuren. Jetzt ist es gleich 6.45 Uhr. Die ersten zwei Termine im Fitnessstudio in Karlsruhe, und zwar im Venice Beach in Karlsruhe. Zwei Kunden, und zwar zwei jahrelange Kunden. Einer schon 2 Jahre und der anderen habe ich schon seit 6 oder 7 Jahren in Betreuung. 1 bis 2 Mal pro Woche kriegen die Jungs die volle Ladung Mr. T. Ja, da ist mein erstes Opfer heute Morgen, das ist der liebe Rudi. Der Rudi ist schon ganz lange bei mir im Personal Training und tut sich immer noch ein bisschen schwer in den Kniebeugen. Gell, Rudi? Ja. So, Rudi, leg los, komm. Genau. Und ein bisschen tiefer runter. Und wenn du hochkommst, bitte ausatmen. Und achte darauf, dass die Stange nicht auf der Wirbelsäule liegt. Gut. Ah, noch ein bisschen tiefer. Rudi, du wirst beobachtet. Und der liebe Rudi ist groß und stark. Groß, vor allem ganz groß und ganz stark. Aber nachher kommt noch seine Spezialübung, Kreuzhebe, der ist ja noch stärker. Darf nicht vergessen, der Rudi ist keine 25 mehr. Keine 25 mehr, ne? Sehr gut, Rudi ist schön tief. Oh, der geht noch ein bisschen tiefer, gell? Nicht schummle hier. Also, die Geräusche sind nicht von der Geburtsstation, sondern sind vom Rudi. Rudi beim Kreuzheben. Und Rudi, schon fertig? Ja, es ist schwer. Oh komm, Rudi. So, da haben wir den nächsten Kandidat, der die volle Ladung Mr. T abkriegt. Markus, alles gut? Jo. So, ab jetzt noch 25 Stück. Ich zähle mit. 43. Schön langsam und dann kurz anhalten, stopp und raus. Und ausatmen. Genau, komm, dann machen wir schon richtig beim Zuschauer. Sonst kommen wir zu RTL. Oder noch 2. RTL 2 auch noch. Gut. So, jetzt beginnt das dritte Personal Training. Wir haben, um ist es, 9.30 Uhr und jetzt geht es weiter in meinen Räumlichkeiten. Also ein bisschen vorbereiten, vor allem das wichtigste Equipment im Moment. Wo ist er? Da ist er. Der Propeller. Sau heiß schon wieder heute Morgen. Ich glaube, wir haben schon wieder 27, 28 Grad. Aber nichtsdestotrotz, mein Personal kommt und dann geht es eine Stunde weiter hier in meinen Räumlichkeiten. Auf den Ergometer, ans Gerät, an den Kabelzug und ran an die Feuern. So, und da ist schon der nächste am Start. Der liebe Manuel, fleißig, regelmäßig, diszipliniert, wie sich das gehört, ist gerade dabei, seinen Rückenstrecker zu trainieren. Manuel bei der Salam. Eine der besten Bauchübungen, tun sich aber sehr viel schwer beim Bewegungsablauf. So, zwischenzeitlich ist es jetzt kurz nach 11, mein drittes Personal Training. Also insgesamt 4,5 Stunden Personal Training sind jetzt durch. Und jetzt geht's weiter mit einer Zwischenmahlzeit. Gekochtes Hähnchenfleisch mit Makrelenjoghurt. Und danach geht's weiter an den Rechner, E-Mails beantworten und eventuell das eine oder andere an Trainingsplanung und Ernährungsplanung erstellen. Muss ich mal gucken, was an Aufträgen reinkommen ist. Auf jeden Fall ein bisschen langweilig. So, jetzt ist 12.30 Uhr. Da kommt meine Frau, die ich jetzt nicht vernaschen werde. Nein, es wird nichts vernascht. Warum nicht? Weil jetzt gibt es einen Schluck aus der Pulle und der Karnemix dazu. Ah. Schlückchen Wasser. Lecker 2. Und dann geht's los mit Training. Was denn? Meine Frau ist immer so eifersüchtig, wenn ich in meiner Kamera spreche. Und jetzt gestartet
5 bis 6 Mal in der Woche HFT-Training. 25 Minuten brauche ich ungefähr für 3 Übungen. Heute ist Kreuzheben dran, danach Kniebeuge und schauen wir mal, wenn ich es noch packe, hinzuge. Cluster A3 maximal. Minimal 20 Gesamtwiederholungen, maximal 30 Gesamtwiederholungen. Ich habe mich für 3er Cluster entschieden. Folge, ich habe mal 110 Kilo aufgelegt. Schauen wir mal, ich glaube, ich mache nur 2er Cluster, weil das ist Kreuzheben zuvor. Bin ich schon ganz schön belastet. Schauen wir mal. Zweite Übung, Klimmzüge, weiter Obergriff mit Glocken, mit riesen Glocken. 20 Kilo Zusatzgewicht und zwar nehme ich mir mal 3er Cluster vor. Schauen wir mal, ob es was wird. HFT-Klassentraining jetzt maximal 30 Sekunden Pause. Umso kürzer die Pausen, umso besser. Aber never mit einer schlechten Technik. Dann lieber die Pausen verlängern oder das Gewicht verkleinern. Also alles autoregulativ. Nicht vergessen, das waren jetzt 7 Cluster A3 Kreuzheben, 120 Kilo, 7 A3 Cluster Klimmzüge weiter Obergriff mit Zusatzgewicht 20 Kilo und 10 Cluster A2 Wiederholung mit 120 Kilo. Und warum ich nur nicht so schwer trainieren soll, das seht ihr hier. Ich habe 5 Wochen operiert. Drittelrohrplatte, 6 Schrauben. Deswegen ein bisschen piano. Netto-Trainingszeit waren 27 Minuten. Und jetzt gibt es einen kräftigen Schluck aus der Pulle. Und dann geduscht und dann gibt es lecker. Mittagspause ist vorbei und jetzt geht es ein bisschen daran, Text zu üben und zwar der Fitness-Lifestyle in Verbindung mit dem Ansporn, mehr für seine Gesundheit zu tun, etabliert sich immer mehr und so steigt die Informationsflut im Netz. Leider findet man dort zu viele Infos, die nicht zum selbstdefinierten Ziel führen, da sie viel zu allgemein sind und zum Teil auch schlichtweg falsch. Für mein neues Internetprojekt. Und da muss ich ein bisschen üben. Warum? Demnächst sind Filmaufnahmen und da sollte ich diesen Text nicht auswendig können, aber inhaltlich soll es da oben drin sein. Und jetzt ist der Hüseyin da und der Hüseyin ist jetzt seit 3 Wochen bei mir fleißig am Trainieren. Die ersten Funde sind schon geschmolzen, hat einen Trainingsplan, einen Ernährungsplan von mir und kommt in der Woche 3-mal vorbei. 25 Sekunden musst du es aushalten, 24, 23, 22, hoch ein bisschen tiefer, genau, 21, 20, so und jetzt kommt auch mal eine Kniebeuge dran, da wird keiner verschont, die wertvollste Übung und ich würde mal sagen, für einen Anfänger mehr als sehr gut ausgeführt, sehr schön. Schöne gleichmäßige Bewegung. Wenn du hochkommst, jetzt ausatmen. Genau, wenn du runter gehst, einatmen und kurz anhalten. Gut, und wieder raus.
zweite Zwischenmahlzeit. Ich habe euch fast vergessen, ich habe nämlich schon leer schnabuliert. Um 17 Uhr, kurz vor 17 Uhr, von meinem sechsten Börsentrainingstermin habe ich kurz vorher mein gekochtes Hähnchenfleisch mit Naturjoghurt reingeschoben. Warum? Weil es das nächste Essen erst um 20.30 Uhr gibt. Warum? Weil ich vorher keine Zeit habe. So, jetzt haben wir zwischenzeitlich schon 17 Uhr. Da hinten versteckt sich jemand. Ja, das ist die Christine. Ne? Und zwar, die ist schon lange bei mir im Training, schon länger. 2 Monate, 3 Monate? Ja, ungefähr. Ja, und hat schon, wie viel? Das Kilo oder? Prozent Körperfett? Prozent, weiß gar nicht. Ich weiß die Kilos nur. 7 Kilo. 7 Kilo sind ja schon weg. Durch fleißiges Training, ein Teil bei mir, ein Teil bei ihr zu Hause. Und ja, natürlich mit Ernährungsplan, lecker Essen dabei. Bis jetzt musste noch nicht hungern, oder? Nein, überhaupt nicht. Nein, noch nicht hungern, trotzdem 7 Kilo abgenommen. Und warum macht sie das Ganze? Weil sie, soll man sagen? Ja, wir sagen es. Wir sagen es, weil sie heiratet. Normalerweise mache ich nicht so viel Cardio. Jetzt haben wir auch schon kurz nach 20 Uhr. Hat heute ein bisschen früher Feierabend, normal geht es immer bis 20.30 Uhr. Wird das Ganze gleich ausgenutzt und noch ein bisschen Cardio eingeschoben. Warum? Nächste Woche haben wir zwei Shootings, 4 Tage in Schweiz. Und da muss die fette Wampe weg, die fette Wampe muss weg. So, und jetzt haben wir zwischenzeitlich 20.45 Uhr. Letzte Mahlzeit für heute, ein nettes Salätchen und ein bisschen Hühnchenfleisch.